Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute ein paar Tricks zeigen, die man gut auf engem Raum machen kann. Deshalb passt gut auf. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Bei diesem Trick kannst du dir vorstellen, dass du dich beispielsweise in der Nähe der Eckfahne oder Außenlinie befindest. Wenn der Gegner nun auf dich zukommt, ziehst du den Ball mit der Sohle zurück und lupfst ihn über sein Bein. Achte auf den Antritt nach dem Trick. Diesen Trick kannst du überall auf dem Feld sehr gut machen. Du tust so, als würdest du mit dem Ball nach innen ziehen, ziehst ihn dann aber mit der Sohle wieder zurück, um ihn mit der Innenseite außen am Gegner vorbeizuspielen. Bei diesem Trick spielst du deinen Gegner mit einer Pendelbewegung aus. Hier täuschst du deinen Gegner durch zwei schnelle Kontakte mit den Innenseiten und nimmst den Ball dann im Tempo mit. Wichtig ist, den Ball mit dem zweiten Kontakt weit rüber zu spielen, damit der Gegenspieler nicht an den Ball kommt. Bei diesem Trick kannst du dir beispielsweise vorstellen, dass du die Außenlinie entlangläufst und von einem Gegenspieler angegriffen wirst. Um dir Platz zu verschaffen, ziehst du den Ball mit der Sohle zurück, bleibst dabei aber in der Bewegung und nimmst ihn dann mit einem kleinen Sprung mit der Innenseite des anderen Fußes mit. Dieser Trick wird auch Schere genannt. Du täuschst deinen Gegenspieler, indem du dein Bein von außen nach innen um den Ball führst und dein Körpergewicht verlagerst. Dann nimmst du den Ball mit der Außenseite des gleichen Fußes mit am Gegner vorbei.